Hey, ich wünsche euch jetzt herzlich willkommen zurück zu Banishers. Jetzt müssen wir hier in diese Höhle gehen und nach Überlebenden suchen, wobei wir natürlich erstmal noch auch hier links hergehen könnten. Ich überlege gerade. Ich versuche die Karte aufzurufen, aber irgendwie geht das gerade nicht. Warum geht das nicht? Warum kann ich die Karte nicht aufrufen? Oh Gott, ich ahne was. Moment. Okay, jetzt müsste es gehen. Ja. Warum auch immer hat Windows meine Tastatur auf Englisch umgestellt, deswegen gibt es da kein Ö. So, das ist quasi noch ein Orientierungspunkt, wo wir hingehen können. Den mache ich eben, bevor wir reingehen. Komm, da gibt es bestimmt was Schickes. Irgendwas, was wir da vielleicht plündern können oder so. Oh, guck mal, hier geht's schon los, ne? Bisschen Leder. Das braucht jeder. Oh, vielleicht kommen wir auf diesen Berg hier. Ich höre schon wieder was. Ich höre doch was. Ist hier irgendwo wieder so ein Seelenkristall? Boah, ist das cool hier mit dem Wasserfall, ey. Das sieht richtig toll aus. Generell hier oben auf den Bergen. Ah, das ist die eine... Nee, das ist die Seilbahn, genau. Die eine Seilbahn, die nicht funktionierte. Ich würde fast vermuten, dass hier wieder irgendwo ein Seelensplitter ist, aber ich sehe gerade keinen. Na gut. Ich wusste es. Ich wusste es. Da können wir wieder kämpfen. Ich hoffe, es lohnt sich. Oh ja. Aber hier gibt es auch was. Und hier oben. Guck ich erstmal, was es hier gibt. Kinder leicht. Wenn wir nur Kinder wären. Ja. Eine Mini-Höhle. Mit ein bisschen Erz. Ich kann mal alles gebrauchen zum Aufrüsten. Da geht's runter. Wow. Nee, geht nicht runter. Was ist hier? Warum hat man das so gebaut? Aber hier hat man eine gute Aussicht. Hier über das Camp. Über den Point. Ich spüre etwas in der Nähe. Aha, ja, wir gucken gleich. Wir gucken gleich, was wir hier so in der Nähe spüren. Ah ja. Nur ein Versteck. So ein bisschen Erz. Also hier gab es tatsächlich nichts. Nichts weiter. Da geht's noch runter. Das gucken wir uns gleich an. Eine Lore! Ich dachte, wir könnten die... Aha. Ich habe es doch gehört. Ich wusste, hier ist so eine Seelenscherbe. Ah, hier. Da kommen wir nicht durch. Erz, okay. Da können wir springen. Oh mein Gott. Aber hier höre ich auch irgendwas. Ach, weil hier die Brücke kaputt ist. Ah, eine Wurzel. Und wo müssen wir schießen? Wo müssen wir schießen? Hä? War's das? Es muss noch eine geben irgendwo. Wo furzelt die sich denn hin? Wahrscheinlich da hoch irgendwo. Warte.
Wahrscheinlich müssen wir hier irgendwo hin. Ja, wahrscheinlich hier irgendwo. Okay, auf ein neues. Da ist er. Noch eine. Aber wo? Okay. Ah, da. Boah, die ist aber... Okay. Okay, okay. Ja, gut versteckt, ey. Tolle Zusammenarbeit. Das hat funktioniert. Mal sehen, was hier Schönes drin ist. Ich hoffe, es lohnt. War ich hier? Warte mal, war da was? Wegen dem Eingang immer noch? Da leuchtet so blau. Was gibt's hier? Oh mein Gott. Kommen wir da hoch? Ich gehe da nicht rein, wenn ich nicht muss. Hat keinen Sinn, da drunter zu gehen. Okay. Warum? Ist das wohl für später bestimmt? Schade. Hm. Na gut. Dann haben wir hier doch alles gemacht, was wir machen wollen. Und wieder zurück. Das habe ich noch übersehen. Ich habe es tatsächlich übersehen. Kommen wir hier irgendwie hoch? Nee. Aber wo ist die Lore dann da? Mit dem Schienensystem. Das ergibt auch keinen Sinn, oder? Vor allem, wenn man da oben auch noch hinkommt. Ach, da war ich schon, glaube ich. Ja, stimmt, da war ich schon. Okay. Dann gucken wir hier einmal bei diesem Hort hier. Siehst du die Leiche da? Ich könnte ein Ritual durchführen. Komm, machen wir mal. Wird schon nicht so wild sein. Seele und Körper, ich beschwöre euch. Ich bin bereit. Stark, das Ding. Und bleib tot. Was? Eigentlich hatte ich ihn schon angegriffen. Na gut, dann halt noch mal. Diese Leichenteile schreien förmlich, beschwört mich. Ja, dann. Ich hab's ja versucht. Fügt euch und zeigt euch! Lasst mich dir helfen!
könnte es mit einem Geist aufnehmen? Stirbt er so schnell? Habe ich was verpasst? Diggi. Siehst du die Leiche da? Ich könnte eine. Wir haben das doch echt super gemacht. Der ist noch nie so schnell gestorben. Fügt euch und zeigt euch! Ich bin bereit. Den da. Achtung, jetzt meint sie es wirklich ernst. Wieder so ein scheiß Hund, ey. Wo ist er? Du weißt, dass ich auch noch da bin. Alter! Schießt da einer auf mich? Hä? So, das haben wir geschafft. Kommen wir da runter? Nee. Dann können wir jetzt endlich die Hauptquest weitermachen. Das war's, oder? So. 13 Minuten verschenkt mit so einem Unsinn hier. Aber ich wollte noch wissen, was da oben ist. Ups. Dann schauen wir mal. Ah ja. Ich nehme das Wirken zu machen. Schauen wir mal, was hier so abgeht, ne? Ich höre was. Okay. Hilfe ist unterwegs. So, ich muss erst Schätze plündern. Thank you.
Ah ja. Da ist ja richtig was mein los. Mein Holz ist hinüber! Hinter dir! Das ist ja eine richtige Piraten-Lady. Oh oh. Er schon wieder. Ah. Here comes your man. Sie lernen es einfach nicht, oder? Oh, jetzt ist er durch. Komm mal her. Er sucht sich eine Hülle. Ja, renn, renn, renn! Verschwinde endlich! Ich glaube, der liegt wieder noch vor. Bist du sicher, dass du nicht verletzt bist? Hier geht es gut. Entspann dich. Du bist besser als jede Kanone. So, Mädel. Ich loote noch eben die Höhle. Und dann komme ich zu dir. Ich kann mich niemals wütend zu machen. So, komm nämlich hier raus. So, haben wir noch irgendwas hier oben? Da kommen wir runter. Wo kommen wir denn raus? Hier können wir rein. So. So, euren Diensten. Wir landen rechtzeitig. Ihr müsst Haskets Verbanner sein. Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Ihr könnt mich sehen. Glasklar. Ich sehe ja auch mein... Das ist mein Mann. Ich bin Herrn Priest. Antea Duarte. Das ist mein Partner. Red McGrath. Selten, dass die Lebenden die verweilenden Toten sehen können. Ich weiß nur noch, nach 7 langen Jahren Trauer wurde ich eines Tages wach und mein Sebastian war wieder da. Es war, als ob meine Gebete endlich erhört worden wären. Das war mir genug. In Zeiten der Gefahr ist es meine Pflicht, die Frau, die ich liebe, zu beschützen. Ihr versteht bestimmt. Tja, wieso kommt ihr erst jetzt zurück? Wie war es für euch zu sterben? 7 Jahre? Warum kehrt ihr gerade jetzt zurück? Es hat sich nicht wie 7 Jahre angefühlt. Plötzlich rief mich ihr Schmerz zu ihr. Göttliche Fügung oder nicht? Was zählt ist, dass mein geliebter Sebastian wieder bei mir ist. Jetzt, wo ich ihn am dringendsten brauche. White hat uns geschickt, wir haben eure Männer gefunden. Andrew White schickt uns. Er dachte, ihr würdet in Schwierigkeiten stecken. Offensichtlich habt ihr euren Schutzengel gebraucht. Wir hätten mehr als einen gebraucht. Dank euch können wir die Vorräte des Lagers auffüllen. Matthews und Williams sind nicht umsonst gestorben. Es war eine riskante Mission, aber Helen hatte keine Wahl. Würden sich die Überlebenden nur auf Pennington verlassen, wäre das Fort längst verloren. Ihr wart leichtsinnig, es müssen schwere Entscheidungen getroffen werden. Mag sein. Schwierige Entscheidungen sind mitunter nötig. Das erfordert Mut. All der Mut in der ganzen Welt nützt nichts, wenn ihn nicht auch die Befehlshaber aufbringen. Pennington eiert rum, während Monster das Fort unerbittlich belagern. Eins ist klar. Die Toten nagen am Gewissen des Captains. Falls er überhaupt eins hat. Warum das? Vor 7 Jahren suchte eine Seuche New Eden heim. Pennington sonderte die Erkrankten in den Minen ab, mauerte sie ein. Oh. Es waren finstere Zeiten. Harte Zeiten. Niemand wusste, was der nächste Tag bringen würde. Wir haben alle viel verloren. Das war es mit dem Buch, ne? Als stellvertretender Kommandant blieb Sebastian freiwillig, ließ sich mit den anderen einmauern und hielt am längsten durch. Er starb als Held. Und jetzt erheben sich die Ausgestoßenen. Sie verlangen nach Rache. Wer könnte es ihnen verübeln? Ich habe sie sterben sehen. Soldaten. Minenarbeiter,
Krank, hungrig, um Hilfe bettelnd, die niemals kommen würde. Captain Pennington hat viel Blut an seinen Händen. Ja, mein Beileid ist nicht leicht zu führen. Mein Beileid. Ihr habt viel durchgemacht. Haben wir. Machen wir. Und wir werden bis zum Sieg durchhalten. Wir sollten uns auf den Weg zurück zum Fort machen. Wir werden euch begleiten. So, aber nicht ohne Loot. Irgendwie muss man noch hier hochkommen. Von da oben. Ich verstehe das nicht. Die hier ist gleich zweifach blockiert. Kann man nicht so machen? Nee. Also da hoch kommen wir nicht, obwohl man von da auch runterkommt. Aber dann gibt es da wahrscheinlich einen anderen Weg hin. Aber nicht hier durch. Nicht dadurch. Aber auch sonst keinen Weg hoch. Also nur hierher erstmal. Na, mal sehen. Vielleicht kommt man später da irgendwo hin. In der Infanterie meines Vaters war auch ein Verbanner. Gut für die Moral, meinte er. Soldaten tragen ihre Geister normalerweise mit sich. Krieg ist gut für unser Geschäft. So habt ihr euch wohl kennengelernt. Ich erkenne Soldaten daran, wie sie kämpfen. Ich war nie bei der Armee, aber ja, so etwa. Aber ich, hä? Wieso ist der Eingang jetzt frei? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Magisch. Ach nee, der war frei, weil wir da nicht runterkamen. Wir kommen wieder, mein Freund. Mein Beileid. Kannst du jetzt das Ding aktivieren, dass wir runterfahren können? Oder kann nur sie das? Kann ich? Jetzt geht's. Cool. All das für zwei jämmerliche Pulverkisten. Wie tief ihr durch Pennington gesunken sind. Wenn ihr ihn nicht ausstehen könnt, warum seid ihr ihm gefolgt? Ich folgte seinem guten Ruf, aber er ist nicht mehr derselbe. Was würdet ihr an seiner Stelle tun? Das, was ich tue. Er sitzt hinter seinen Mauern und wartet darauf, dass sie fallen. Ich kämpfe hier draußen ums Überleben. Wir kämpfen um unser Leben. Der Captain ist im Weg. Diese inneren Spannungen sind ein Risiko für die Sicherheit des Forts. Ein notwendiges Risiko für das Überleben aller. Aber es stimmt. Das muss aufhören. Wir müssen noch eine dritte Puppe finden. Die muss ja hier irgendwo sein. Lass die Kiste hier. Ich schicke jemanden, um sie zu holen. Hat jetzt auch nicht vor, die mitzunehmen. Wir haben die Gegend von Schemennestern gesäubert. Im Himmel sei Dank. Folgt mir. Frage mich, wo die dritte Puppe ist. Vielleicht eigentlich hier irgendwo in der Gegend, würde ich sagen. Weit weg kann sie nicht sein. Oh, da ist noch was. Aber keine Puppe. Vielleicht im Fort. Das könnte sein. Da oben, ach, da können wir auch rasten. Öffnet das Tor. White, mach das Tor auf. Priest, worauf wartet ihr noch? Mach das Tor auf. Ja, was denn jetzt? Geht zu Pennington. Überzeugt ihn, wenn ihr könnt. Wo finde ich ihn? Er versteckt sich in seinem Büro. Dort findet ihr ihn. Alles klar. Fort Jericho. Hurra! So. Wo sind die anderen? Williams und der andere Bursche. Matthews. Ein Hinterhalt. Sie sind gefallen.
Möge Gott Ihnen gnädig sein. Ich gucke mich mal ein bisschen hier um, ne? Hä? Was ist das? Krieg ändert sich nie. Gibt es einen guten Grund, einen Krieg zu beginnen? Ja, sagen die Könige. Nein, sagen die Witwen. Wen kümmert es, sagt meine militärischen Lehrer. Denn wir sind Soldaten, die für das Kämpfen, Töten und Sterben bezahlt werden. Hätte der Krieg mit den Indianern vermieden werden können? Möglicherweise. Aber es wurde zu viel Verrat begangen und zu viel Blut vergossen, um jemals Frieden zu schließen. Wir haben als gottesfürchtige und aufstrebende Nation versagt und von Leuten, die nie die Leichen von Frauen und Kindern, von Kolonisten und Eingeborenen in den verbrannten Ruinen ihrer Farmen und Dörfer in der regnerischen Morgendämmerung gesehen haben, könnte ich für das Schreiben dieser Zeilen verurteilt werden. Ich gehörte zu den Soldaten, die nach dem Massaker nach Bloody Brook geschickt wurden, um die Leichen zu zählen. Ich gehörte zu denen, die der großen Sumpfschlacht von 1675 gekämpft haben. Und auf diesem Gemetzel bin ich nicht stolz. In meinen Träumen werde ich heimgesucht. Ich hoffe aufrichtig, dass das neue Kommando, das ich in New Eden Town angetreten habe, mich von jedem neuen Krieg fernhalten wird, den ich zu gewinnen habe. Gut. Da können wir auch runter, scheinbar. Ah, ist noch zu. Dafür benötigen wir einen Schlüssel. Alles klar, da geht's runter. Ich guck erstmal hier oben. Na, schön groß hier, ne? Können wir auch noch in die Felsen. Da gibt es ja was zu lesen. Ah, noch eine Bibel. Die liegen ja quasi überall rum. Achtung, das Gebäude ist in schlechtem Zustand. Der Zutritt zum Obergeschoss ist verboten. Vorsicht, herabfallende Objekte. Aha. Whites Brief an Matthews Familie. Juni, Juli 65. Sehr geehrter Mr. Matthews, ich schreibe euch in der Hoffnung, dass euch dieser Brief baldig erreichen wird, mit welchem ich euch leider über den tragischen Tod eures Sohnes Elliot informieren muss, der kürzlich an den Hängen von Mount Jericho ums Leben kam. Auf einer Exkursion in die Wildnis, um nach Munition zu suchen, wurde der junge Matthew... Wieso sucht man in der Wildnis nach Munition? Wurde der junge Matthews und seine Kameraden von Feinden angegriffen. Es betrübt mich zutiefst, euch mitteilen zu müssen, dass alle dabei ihr Leben lassen mussten. Euer Sohn sprach oft von seiner Familie, vor allem von euch, seinem Vater und insbesondere von seiner geliebten Schwester. Ihr solltet wissen, dass Elliot als Held starb. Hochachtungsvoll und in tiefster Trauer, Andrew White. Mr. White. Oh, das Untergeschoss. Da können wir auch noch runter. Da kommen wir nicht hin. Da können wir raus. Aber ich gucke mal, was hier unten ist. Ach, die Zellen. Noch eine Bibel. Lagerraum. Abgeschlossen. Njack. Und da kommen wir auch nicht rein. Ansonsten gibt es hier auch nichts. Also ein Schlüssel für den Lagerraum und ein Schlüssel für eine Kiste hier. Mal sehen, was noch so gibt hier. Ja. Bezüglich Archiv. Alle Akten, Berichte und andere Dokumente, die aus New Eden hergebracht wurden, befinden sich jetzt oben in der Waffenkammer unter Verschluss. Wer sie einsehen möchte, wende sich an mich, Captain Pennington. Alles klar. Ein Laden. Ferdinandos? Zu. Geschlossen. Sind wir hier richtig? Versucht... Jemand zu Hause? Keiner da. Papiere mit Millers Namen drauf. Hier sind wir richtig. Schau dich weiter um. Was ist das? Eine Kalimba. Ein Musikinstrument. Das ist Bantu. Ah. Aus Südostafrika. Diese Spukermittlung.
Besitzurkunde. Hiermit wird vermerkt bestätigt, dass der Besitz des Ladens, der bis dato das Eigentum von Freundin Rebecca Hartgrave war, nun in Gänze und ohne Schulden Last auf Fernando Miller übergeht. Es wird ferner durch die zuständige Rechtsmacht, in diesem Falle meine Wenigkeit, bestätigt, dass das Eigentum gemäß den Regularien registriert werden muss, sobald die Umstände dies erlauben. S. Pennington. Mhm. Ist er ordentlich? Unordentliche Händler machen Verlust. Fadi liest auf Englisch. Sehr viel, wie es scheint. Nun, niemand ist perfekt. Hier haben wir ein Buch oder eine Karte. Ein Stück Holz, das zu einem Amulett geschnitzt wurde, ist jedoch unvollendet. Er stellt Schutzamulette her. Nutzlosen Krimskrams wohl eher. Er gibt sich Mühe, sie von sich fernzuhalten. Vielleicht wollte sie etwas anfangen. Vor was hat er Angst? Vor was hat er Angst? Was wissen wir nicht? Durchsuchen wir den Laden. Abgeschlossen. Brauchen wir erst einen Schlüssel? Waren zum Handeln? Es ist alles noch verpackt. Vielleicht möchte er weiterziehen. Wer könnte es ihm verdenken? Ja, jetzt müssen wir hinten rum. Mal sehen, dann brauchen wir wohl einen Schlüssel. Kommen wir hinten rum? Sieht so aus. Ah, hier ist dieses Schutzamulett. Waren von überraschend guter Qualität. In New Eden kann es kaum noch Menschen geben, die sich sowas leisten können. Okay. Fernandos Kasse, 18. Juni. Ingersolls Gemischtwarenladen. Gepäckstücke und Schmuckkästchen, 55. Schmied, Gepäckstücke und Möbelstücke, 7 und 9. Ingersolls Gemischtwarenladen. Rebeccas Gemälde und Porträt, 3 und 10. Schmied, Rebeccas Kalligrafiekasten, 1 und 4. Es scheint ihm finanziell erstaunlich gut zu gehen. Wo hat er bloß all das Zeug her? Geklaut? Rebecca Hartgraves Testament. Letzter Wille und Testament. Ich, Fräulein Rebecca Hartgrave, in der Stadt New Eden, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, habe die feste Absicht, Ferdinando Miller im Falle meines Todes meinen gesamten Besitz neu zu vermachen, einschließlich folgender Sachen. Schmuckkästchen, Gemälde und Spiegel, Buchsammlung, sämtliche Gepäckstücke, Kalligrafiekasten, Möbelstücke, sämtliches Geld in meinem Besitz, in meinem Geschäft oder auf einer Bank, etc. Rebeccas Testament? Sie war reich und hinterließ ihm alles. Da hat er also die ganzen Waren her. Ja, die Liste stimmt mit den Verkaufsunterlagen überein. Wenn ihr mein Geld anrührt, seid ihr tot. Was tut ihr hier? Rauben, würde ich vermuten. Ich bin kein Dieb, Mr. Miller. Ich bin der Verbanner. Ich habe Helen Priest zurück zum Fort gebracht. Ein Verbanner? Diebe sind geübte Lügner. Woher kennt ihr meinen Namen? Es gehört zu meinem Geschäft, sowas zu wissen. Red McRae. Wenn ihr ein Verbanner von Geistern seid, dann seid ihr hier richtig. Ich habe Geld. Rebecca hat mich geschickt. Rebecca sucht euch heim. Ja, ich bin Rebecca bereits begegnet. Sie war es, die mich geschickt hat, euch aufzuspüren. Sie sorgt sich um euch. Sie sagt, sie liebt euch. Die Engländer nennen das Bockmist. Hat sie gelogen? Warum würde sie euch ihren Besitz vermachen? Wenn es keine Liebe war, warum hat sie euch dann ihr Vermögen hinterlassen? Was kümmert euch das? Es ist irrelevant. Ihr seid ein Verbanner. Es ist eure Aufgabe, sie loszuwerden. Könnt ihr euch nicht darauf konzentrieren? Immer mit der Ruhe, Mr. Miller. Ich muss zunächst Rebeccas Hab und Gut betrachten. Ich habe es verkauft. Alles. Verdammt. In der Tat? An wen? Keine Ahnung. Irgendjemand. Ich habe es aufgeschrieben. Ist in der Kasse. Lest es, wenn ihr wollt. Zwei kürzliche Transaktionen. An den Schmied und an Ingersolls Laden. Euer Zuhause ist gut geschützt. Ihr habt euch wahrlich Mühe gegeben, euer Zuhause zu schützen, nicht wahr? Ihr habt ohne meine Erlaubnis in meinem Haus herumgeschnüffelt. Ich weiß, was ich tue. Ich will mal großzügig sein.
Nichts davon bringt auch nur das Geringste. Der Kranz nicht, das Amulett ebenso wenig, nichts davon funktioniert. Aber es sieht hübsch aus. Die Brosche funktioniert. Stimmt, sie kam nicht mehr zurück. Endlich schlafe ich wieder. Ich höre, wie sie mich ruft, meinen Namen flüstert. Ich wache auf und sie liegt neben mir. Unsere Blicke treffen sich. Sie starrt mich an. Sie will mich nicht zufrieden lassen. Sie ist eine Nkishi, ein Dämon. Verbannt sie! Ich bezahle euch. Ich brauche das Geld. Abgemacht. Ja, auf jeden Fall brauche ich Geld. Was gibt's Neues ein hier? Ein Ladenbesitzer bekommt vieles mit. Was habt ihr denn so mitbekommen, Mr. Miller? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie. Über Captain Pennington. Was könnt ihr mir über Captain Pennington erzählen? Er hat kein Problem mit mir. Ich habe kein Problem mit ihm. Das ist immer gut. Er respektierte Rebeccas Wunsch. Gab mir, was mein ist. Meine Freiheit. Ihr Anwesen. Hat mich als Mensch betrachtet und die Papiere unterzeichnet. Und wer anderer Auffassung war und sich beschwerte, den stutzte er zurecht. Über Helen. Wie denkt ihr über Helen Priest? Ich denke gar nichts über Helen Priest. Ich gehe ihr aus dem Weg. Und hoffentlich geht sie mir aus dem Weg. Über Fort Jericho. Wie denkt ihr, stehen die Dinge im Fort? Seht euch um. Es herrscht Verzweiflung. Habt ihr gehört, wie es klingt, wenn ihre Leiber gegen das Holz schlagen? Ich bin ein mutiger Mann. Ich habe viel erlebt. Aber das... Das ist zu viel für mich. Ich weiß nicht, was ihr Leute diesem Land angetan habt. Aber es gibt kaum Hoffnung. Und keine drin. Zurück. Okay. Eure Waren sehen interessant aus. Lasst uns handeln. Nun sprecht ihr meine Sprache, mein Freund. 5000! Wahnsinn. Aber er hat nur hier so Standard... Ware. Nichts, was ich wirklich verkaufen könnte, was ich kaufen könnte. Nichts, was ich brauche. Mr. Miller. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Wenn ihr Waren sucht, kommt zu mir. Ja, ja, alles klar. So. Gut. Er hat alles verkauft. All ihre Sachen. Und zwar ziemlich schnell. Ich möchte ein neues Kapitel aufschlagen. Weshalb die Eile? Tja. Weshalb die Eile? Wenn wir ihre Sachen aufspüren, verraten sie es uns womöglich. Oh, hier ist eine Bühne. Ja, Bühne heißt es nicht. Ich glaube, ich aktiviere erstmal... Da oben war doch irgendwo... Da hinten, guck mal. Oh, müssen wir mal gucken. Da aktivieren wir erstmal den Schlafplatz. Ach, guck mal, mit dem können wir auch reden. Machen wir gleich. Schlüssel zum Militärarsenal. Ja, hallo. Ja, hallo. Ach, da ist noch zu. Okay, wir müssen wahrscheinlich erst mit dem Typen reden. Ach so, es ist einer, dem sie was verkauft hat. Nathaniel Sather, zu Diensten. Wie kann ich euch behilflich sein? Das bleibt abzuwarten, Mr. Sather. Red McGrath übrigens, der Verbanner. Erzählt mir von euch. Ihr scheint recht gesprächig. Wir kriegen hier nur selten neue Leute zu Gesicht. Vergebt mir, wenn ich die Gelegenheit zum Gespräch nutze. Erzählt mir von euch, von eurem Geschäft, davon, was euch wichtig ist. Ich stamme aus Boston. Und ich liebe diese Stadt. Da ist so viel mehr los. Eine schöne Mischung aus Geselligkeit und Anonymität. Dieses Leben vermisse ich. Die Musik. Die Farben. Und die Üppigkeit. Das geschäftige Treiben. Die Vergissmeinnicht der Blumenhändlerin. Ah, die Vergissmeinnicht. Ich möchte so gern dorthin zurück. Warum seid ihr dann hier? Ich bin der Ladenjunge. Wenn der Laden umzieht, ziehe ich mit. Der alte Ingersoll hat damals, 78, in Boston einen Kolonialwarenhandel eröffnet und dann Bathsheba geheiratet. Ich kam mit nach New Eden mit der Absicht, schleunigst wieder zurückzukehren. Aber dann starb Mr. Ingersoll und ich verlängerte meinen Aufenthalt. Sie nahmen mich bei sich auf, als ich noch ein kleiner Junge war.
Ich habe keine Familie. Nur meinen Thomas, meinen besten Freund. Okay, ich hörte, dass ihr einige Sachen von Ferdinando Miller erstanden habt. Dürfte ich sie mir vielleicht ansehen? Oh, die Gemälde. Ja, da müsst ihr sogar einen Blick drauf werfen. Sie sind wunderschön. Und zu einem äußerst attraktiven Preis zu haben. Wenn ein Mann wie ihr eine Sache hier draußen in den Bergen braucht, dann sind es Gemälde. Auf jeden Fall. Ich muss los. Danke für eure Zeit. Und ich für die eure. Gebt auf euch Acht. Aber wo sehe ich sie denn jetzt? Egal. Hier drin wahrscheinlich, ne? Da ist noch zu. Was ist denn da? Können wir mit ihr noch reden? Seid gegrüßt. Willkommen in Ingersolls Gemischtwarenladen. Ich bin Bathsheba Ingersoll, die Besitzerin. Was darf sein? Ein Kamm vielleicht? Ein Kamm. Guter Witz. Ja. Red McGrath, freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ich hatte mit eurer Freundin Miss Duarte das Vergnügen in New Edentown. Mein allerherzlichstes Beileid. Sie schien eine so lebhafte, entschlossene junge Frau. Und sie wollte der Stadt ebenso schnell den Rücken kehren wie ich. Ferdinando Miller hat euch vor kurzem einiges verkauft, nicht wahr? Dürfte ich mal sehen? Natürlich. Obwohl ihr sicher wenig damit anfangen könnt, sofern ihr kein Talent fürs Malen habt. Mr. Miller hat hauptsächlich Gemälde verkauft. Ihr könnt sie nicht übersehen. Ich hab nur die. Okay. Zeig mal die Ware und das machen wir gleich. Das sollten wir durchaus, mein Herr. Was interessiert euch? Rüstung und... Ah, hier, Waffen. Ja, ja, wir nehmen alles. Ja, wir nehmen alles. Alles an Ausrüstung, man weiß ja nie, ne? Ich muss mich verabschieden. Danke für euren Besuch. Beehrt uns bald wieder. Klar doch. So, schauen wir uns die Gemälde an. Das Werk, meine ich. Nicht unsere Geisterfessel. Versuchen wir es in der Schmiede. Oh, sorry. Schmiede ist... Nein. Nein? Hä? Da kann man nicht rein. Hallo? Ach, du bist das. Ein weiter. Hier rein. Mahlzeit. Oh, ein Brief. Eine Notiz? Mal sehen. Joseph, ich habe erhalten, was du mir schuldest. Gute Waren. Ich hielt dich für einen Schwindler, aber ich habe mich wohl getäuscht. Rebeccas Sklave, dieser Ferdinando, war nicht zufrieden mit dem Besitz seiner toten Herren. Auf Befehl von Pennington ist er jetzt ein freier Mann und auch noch ein Händler. Dieser Wahnsinn wird unser Ende bedeuten. Das kannst du mir glauben. Du und ich, wir sind jedenfalls quitt. Zumindest bis wir zum nächsten Kartenspiel mit Männern in der Baracke treffen. Dann... knöpfe ich dir wieder alles ab. Theodore. Ah. Ferdinando war ein Sklave. Aha. Sie war seine Herrin. Sie hat das nie erwähnt. Als ob es nicht von Bedeutung wäre. Wir wissen, wo wir hin müssen. Auf zur Baracke. Ah, abgekattertes Spiel. Vielleicht hat jemand anders sie umgebracht. Und er kam dafür frei. Deal, deal. Was versteckt sich hier? An diesem Ort haftet eine starke Erinnerung. Die Feder schwingt. Womöglich ein Echo. Ein Echo enthüllen. Außer meinem Namen kenne ich keinen auf der Liste. Entfernte Verwandte. Aber ich kann sie nicht enterben. Das würde ich niemals verlangen. Dich zu kennen ist bereits mehr, als ich mir je erträumt hätte. Wenn ich dich, Gott behüte, je verlieren sollte, würde ich an allem festhalten, was mich an dich erinnert. Oha. So.
Solltest du mich je verlieren, gehört mein gesamter Besitz dir. Er hat sie quasi jetzt überredet. Er hat behauptet, sie nicht zu lieben. Wieso lügt er? Vielleicht hat er sie einst geliebt, vielleicht hat er nicht gelogen. Vielleicht hat er nicht gelogen. Vielleicht war seine Liebe nur gespielt. Finden wir heraus, was er dazu zu sagen hat. Glaube ich auch. Lesen wir mal den Brief. Offizielles Dokument. Durch den Tod des Gefreiten Thoroughbury gehen dessen Habseligkeiten, darunter auch seine Flinte, auf seinen Wunsch hin in den Besitz von Teddy der Schatten über, um seine Taten auf dem Schlachtfeld von Bloody Brook zu würdigen. Möge der Schatten diese hervorragende Flinte in Ehren tragen. Ah, wo ist die Flinte? Nein, sag nicht im Waffenlager. Wir haben den Schlüssel, da muss ich gleich als erstes vorbeikommen. Ich brauche eine neue Flinte. Mein liebster Ethyl, einige meiner Kameraden sind erkrankt. So zimperlich wie ich bin, kann ich nichts für sie tun. Matthews hat die Nacht an der Seite der Schwester verbracht und das Erbrochene einmal weise rausgetragen. Ein guter Mann, auch wenn er nicht viel spricht. Mir ist kalt, ich habe Hunger und ich bin müde. Aber der Feind lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Dein Talbot. Krankheit eines Soldaten. Linke Seite. Die Schatten singen, der Himmel fällt herab. Tage werden zu Nächte. Die Schemen stehen vor meiner Tür. Ich kann hören, wie sie an der Pforte kratzen. Ich kann weglaufen, aber niemals entkommen. Die Schatten sind gut zu mir. Ich kann hören, wie sie meinen Namen rufen, durchgestrichen. Ich bin eine lebende Hülle ohne Seele, nur ein Geist, der sein eigenes Hausheim sucht. Rechte Seite, ich gehe dem Tod entgegen, hauch meinen letzten Atemzug aus. Mutter sagte stets, der Tod ist nur ein Horizont. Früher hatte ich Angst, doch jetzt sehne ich den Sonnenuntergang herbei. So viel Text hier. Brief von Cotton, Peabodys Schwester. Mein lieber Cotton, ich weiß, es ist jetzt schon lange her und du hast mich gebeten, dir nicht mehr zu schreiben, aber an jedem Tag hast du mir das Herz gebrochen. Also versuche ich ein allerletztes Mal mein Glück. Es trübt mich, von deinem schlechten Gesundheitszustand zu erfahren zu haben und ich hoffe, dass du dich bald wiederholen wirst. Errol und ich haben ein kleines Mädchen bekommen. Ich weiß, dass du nie akzeptiert hast, dass ich ihn liebe. Aber wir sind glücklich verheiratet. Wir haben unsere Tochter Mary genannt, nach unserer geliebten Großmutter. Wir leben in einem wunderschönen kleinen Haus. Wir haben eine Kuh und 7 Hühner und Errol hat Arbeit als Schmied gefunden. Es ist kein unbeschwerliches Leben, aber wir haben Essen auf dem Tisch und Feuer im Kamin. Ich bin glücklich und fühle mich geliebt und ich wünsche mir, dass es dir ebenso ergeht. Ich werde versuchen, dir etwas Geld zu schicken, bis wir wieder von dir hören. Deine sich sorgende Schwester Waverly. Briefe, die wir nicht lesen können. Zeug, das wir mitnehmen können. Hat hier nicht auch noch was geglänzt? Eine King James Bibel. Viele, viele. So, und da kommen wir nicht hin. Oder erstmal nicht. Wie kommt man in den hinteren Bereich? Erstmal nicht von hier. Ja, hier gibt es noch einige Verstecke. Ich mag das ja. Aber wir sollten jetzt erstmal zur Waffenkammer. Und dann sprechen wir den Dings darauf an. Ich glaube, da müssen wir hierher gehen. Das ist der einzige Weg, wie wir da reinkommen. Ach nee, nur in den oberen Bereich. Der war ja gesperrt. Aber hier gab es auch noch eine Kiste, die verschlossen ist. Aber dafür war der Schlüssel nicht, oder? Doch, Schlüssel zum Militärarsenal. Geisterschutztrank. Ja, ist nur mehr Stärke. Weniger Geschick, weniger Vitalität, weniger Gesundheit. Aber nur ein bisschen. Ah, nehmen wir mal den. Wir müssen später versuchen. Ah, wird das der falsche Schlüssel gewesen sein hier, ne? Dafür haben wir dann keinen Lagerraum. Schlüssel, ne? Lagerraum. Okay, den Lagerraumschlüssel. Ich hoffe, da ist die Flinte drin. So, jetzt gehen wir zum Händler zurück. Und dann machen wir die Hauptquest weiter.
Warte mal, wo ist er denn? Da in die Richtung. So, wo geht's? Hä? Hier oben? Da oben ist doch sein Haus, oder? Mein Gott. Na, komm schon. Ist er hier drin? Da ist er ja. Herr Banner? Ihr habt nicht so empfunden wie Rebecca. Rebecca war Hals über Kopf in euch verliebt. Die Liebe beruhte nicht auf Gegenseitigkeit, nicht wahr? Ich war ihr Haustier. Ein Hund, der liebevoll zu seiner Herrin ist, auf das sie die Leine lockert. Sie sagte, sie würde mich lieben. Ich tat, als würde ich ihre Liebe erwidern. Machte Männchen, bettelte, ließ mich streicheln. War ein braver Junge. Ihr habt sie reingelegt und dann ausgenutzt. Für einen Sklaven ist ein Krümel Freiheit wie ein ganzer Leib. Ihr hättet das Gleiche getan. Und ich würde es jederzeit wieder tun. Verstehe ich. Dafür verurteile ich ihn nicht zum Tode. Es sei denn, er hat sie umgebracht. Indem ihr Mistress Hartgrave falsche Gefühle vorgespielt habt, habt ihr mehr als eure Freiheit erlangt. Rebecca hat euch reich gemacht. Rebecca Hartgrave schenkte mir die Freiheit, als sie im Sterben lag. Davor war ich ihr Sklave. Wie romantisch. Wäre der Captain nicht gewesen, hätten die frommen Leute von New Eden mich ebenfalls sterben lassen. Genug geplaudert. Ich denke, ihr solltet euch wieder an die Arbeit machen. Für was bezahle ich euch eigentlich? So einfach ist das nicht. Ich bin Verbanner, Mr. Miller. Kein Rattenfänger. Geister waren einst Menschen. Sie haben Gefühle, denken über Vergangenheit und Zukunft nach. Um herauszufinden, was den Geist ans Reich der Lebenden kettet und den Spuk zu beenden, muss ich alles erfahren. Ihr wollt, dass ich den Auftrag abschließe? Dann erzählt mir die Geschichte. Der Geist muss sich zeigen. Das ist eine dumme Idee. Ihr könnt sie euch meinetwegen sonst wohin schieben, so oft ihr wollt. Na los, zerbrecht die Brosche. Bringen wir es hinter uns. Mir bleibt keine andere Wahl. So soll es sein, auf dass es ein Ende hat! Da ist sie. Kein Schritt näher! Ich verstehe nicht. Freust du dich nicht, mich zu sehen? Jetzt, Verbanner! Macht ein Ende! Nicht jetzt. Ihr müsst die Wahrheit erfahren, ihr beide. Da kommt mir... Rebecca, ihr habt uns verschwiegen, dass Ferdinando euer Sklave war. Dass ihr ihn besessen habt. Ich habe ihn geliebt. Ich war ein Sklave. Ich konnte dich nicht verlassen. Was für eine Liebe soll das sein? Was redest du denn da? Wir haben uns doch geliebt. Geliebt? Nein, ich habe meiner Herrin nur gesagt, was sie hören wollte. Ich habe sie mit einer Lüge eingelullt. Ich dachte, du wärst nur dumm. Aber nein, du hast es geglaubt, weil du es wolltest. Aber sicher warst du dir doch nicht, oder? Deshalb gabst du mich nie frei. Ich habe dich geliebt und du hast mich geliebt. Es war nur ein Stück Papier. Ein Stück Papier und eine Garantie. Ich brauchte die Garantie. Du weißt gar nicht, was Liebe ist. Du kennst nur Furcht. Du hast dich gefürchtet, nicht begehrt zu werden. Nicht beachtet. Allein zu bleiben. Ein nur allzu menschliches Gefühl, Fräulein Hargrave. Aber kein Grund, einen Mann besitzen zu wollen. Diese Liebesgeschichte hat ein Ende verdient. Ne, ich sage nicht, dass ja. Ich lasse sie aufsteigen. Du wirst den Geist an der sanft aufsteigen lassen und so dieser Welt lösen. Oder verbannen. Du wirst den Geist einem verbannen, gewaltsam in die Vergessenheit. Ich glaube, ich lasse sie aufsteigen. Ich meine, war zwar scheiße von ihr, aber letztendlich war sie verliebt. Und er wollte nur frei sein, also kann ich ihm nicht die Schuld zuweisen. Ich lasse sie aufsteigen. Rebecca Hargrave. Eure Liebe für Fadi Miller kommt von Herzen, aber beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Ihr fügt ihm Schmerzen zu. Lasst ihn los. Ist es so falsch, mit dem Mann leben zu wollen, den man liebt? Er muss es ja auch wollen. Ihr habt euer Leben mit ihm verbracht. Aber euer Leben ist vorbei. Er gehörte mir. Ich wollte ihn behalten. War das falsch?
Ja. Ihr besitzt ihn nicht. Ihr könnt ihn nicht besitzen. Lasst los. Findet Frieden. Frieden? Sie bekommt Frieden? Nach allem, was sie getan hat? Ich finde Frieden und du bekommst deine Freiheit. Es war falsch von mir. Es tut mir leid, Fardy. Alles. Ihr könnt gehen. Sie hat keinen Frieden verdient. Es war die Hölle mit ihr. 10.000, euch ist wow. Das egal, Verbanner. Nur einer dieser irren Machthaber in einer irren Welt. Tja. Was wollt ihr? Ach komm. Lebt wohl, Mr. Miller. Schon gut. Kommt nicht zu schnell wieder. Ja, ist gut. Also er hätte es besser gefunden, wenn ich sie verbannt hätte. Ja, gut. So, wir gehen jetzt mal Richtung Hütte. Wo muss ich denn da hin? Links, rechts jetzt? Links? Hier hoch? Ah, okay. Hauptquartier. Da ist wieder ein Zettel. Bezüglich Archiv. Die Aktenberichte und andere Dokumente, die aus New Eden hergebracht wurden, befinden sich oben in der Waffenkammer unter Verschluss. Habe ich doch schon, oder? Kommen wir denn hier noch hin? Kommen wir irgendwo hin? Oh, es gibt noch so einige Geheimnisse, die ich noch nicht verstehe hier. Na gut, gehen wir erstmal rein. Captain Pennington? Keine Zeit. Kein Ausweg. Keine Hoffnung. Kein Weg hinein. Keine Zeit. Einfach keine Zeit. Oh, er auch. Er hat auch diese Uhr. So wie Old Soul. Captain Pennington, Sir. Mr. McGrath, ihr seid am Leben? Es gibt Arbeit. Arbeit? Ihr hattet Arbeit. Eine Mission. Und sein letztes Fünkchen Hoffnung bringen. Unsere Herzen erfreuen, bevor uns der Abgrund verschlingt. Ihr dämlichen Geheimniskrämer wart auch keine Hilfe. Die Sache ist erledigt. Es gibt keine Hoffnung mehr und kaum mehr Zeit. Nun bleibt nur mehr der Abgrund. Mhm. Willkommen zum letzten Gefecht, McGrath. Willkommen am Ende. Ich würde noch nicht aufgeben, Captain. Ich habe Helen Priest gefunden und wir haben Vorräte. Beides reine Zeitverschwendung. Nicht ganz. Wir haben ein Leben gerettet. Und mit dem Proviant könnt ihr weitere retten. Zu welchem Zweck? Um ein paar Tage mehr herauszuschinden? Eine Woche vielleicht? Ihr habt niemanden gerettet. Nur die Qual in die Länge gezogen. Die Toten werden kommen. Bald schon umschließen ihre knochigen Finger unsere Kehlen. Das Ende ist unausweichlich. So wird es kommen, wenn ihr nicht handelt. Ist es, wenn ihr nicht handelt? Ihr seid der Befehlshaber. Übernehmt das Kommando. Ihr werdet doch nicht einfach die Hände in den Schoß legen. Ihr klingt wie Priest. Sie hat sich verändert. Ihre Rückkehr nach Fort Jericho hat sie leichtsinnig gemacht. Unüberlegt. Streitlustig. Ich glaube, sie hat den Verlust ihres Mannes nicht verkraftet. Die Rückkehr an den Unglücksort hat scheinbar die alte, schwerende Wunde aufgerissen. Sie wird sich bald schon zum Lieutenant gesellen. Wenn unsere Verteidigung schlussendlich zusammenbricht, werden wir alle in der Grube enden. Euer Rückzug aus New Eden Town. Ich würde sagen, euer taktischer Rückzug aus New Eden Town ging nach hinten los.
Die Stadt war dem Untergang geweiht. Wir waren uns in allem uneinig. Es blieb nur noch der Rückzug. Wir wussten nicht, dass es kein Entkommen gab. Newsmith nahm die Tapferen und der Gouverneur sandte ihm die Verängstigten. Wir waren von Anfang an uneinig. Thickskin ist tot. Ich bin dem Trupp von Newsmith über den Weg gelaufen. Thickskin hat es nicht geschafft. Eine Schande. Sie hatte einen klugen Kopf auf den Schultern. Ohne sie wird der Trupp es schwer haben. Der Gouverneur ist nicht mehr. Sein Sohn hat das Kommando. Sie bauen wieder auf, was sie können. Der kleine Lemmy Haskell. Wirklich? Tja, besser er als sein Vater. Möge der eitle Pfau in Frieden ruhen. Als befehlshabender Offizier müsst ihr doch jeden Winkel dort kennen. Die Ecken und Winkel dürfen bleiben, wie sie sind. Ich habe andere Prioritäten. Warum seid ihr nach New Eden gekommen, Captain? Warum hierher? Weit weg von den zahlreichen Kriegen, die wir führen? Ich habe genug Franzosen erschossen und mehr als genug Indianer. Kam denn sonst niemand mit? Sorgt euch um euch selbst, mein Sohn, nicht um mich. Es ist nur, da hängt ein Bild an der Wand. Eine Familie. Ich hatte einst ein Weib und eine Tochter. Einst. Ich werde euch nicht mit ihrer Geschichte belustigen. Erzählt mir mehr von euch und eurem Werdegang. Ich tat meine Pflicht und hatte das Glück, lebendig heimzukehren. Mehr nicht. Kriegsveteranen erzählen keine Geschichten. Das dachte ich auch einmal. Ich lag falsch. Die Stille war ein gefundenes Fressen für meine Geister. Es tut gut, das Schweigen zu brechen. Sollte ich das je tun, werdet ihr nicht dabei sein, junger Mann. Okay, Story, wie stehen die Dinge hier? Wie ist die Lage, Captain, Ihrer Einschätzung nach? Keine Veränderung. Die Toten drängen aus den Minen. Wir schießen sie ab und verschaffen uns eine Atempause. Bald darauf beginnt der Ansturm aufs Neue. Der Zeitpunkt unserer Auslöschung rückt näher und näher. Die Toten lassen sich ebenso wenig zurückdrängen wie die Wellen des Meeres. Tja, die Menschen haben Hoffnung. Ihr müsst es versuchen. Die Menschen haben Hoffnung. Die Leute haben bereits genug Sorgen. Und ihr führt sie noch weiter in die Dunkelheit. Ich habe das Geflüster vernommen, das Gemurmel, das Schattennetz der Intrigen. Wir kämpfen bis zum Letzten. Wir setzen uns zur Wehr, bis die Vergeltung sich aus dem Abgrund erhebt und uns alle in die Hölle hinabreißt. Dann habt ihr ja was, auf das ihr euch freuen könnt. Ich sehe den Reiz dieser langwierigen Tortur nicht. Wie bedauerlich. Denn dank euch und der Zeit, die ihr uns verschafft habt, wird unsere Tortur umso langwieriger. Komm, ich gehe da rein. Bitte um Erlaubnis, mich zu empfehlen, Captain. Und mach wenn ich sie platt. Nicht erteile? Versucht ihr, mich anzuwerben, Captain? Glaubt ihr wirklich, ich würde den Schilling des Königs annehmen? Wenn ich euch genug Schilling böte, ganz sicher. Ich brauche keinen neuen Lieutenant. Aber wenn ihr es wünscht, dürft ihr bleiben. Das ist der Schlüssel zum unbenutzten Wachturm. Euer Quartier für die Zeit. Alles klar. Oh, Helen. Es gibt auch eine... Ach so. Es gibt auch noch eine Entität zwischen Helen und Pennington. Okay. Captain Pennington. Was kann ich für euch tun? Ja, mehr gibt's nicht. Bitte um Erlaub. Erteilt. Erteilt. Okay, dann gehen wir mal in unser neues Heim. Auf der einen Seite ein von der Welt geschundener Captain, auf der anderen sein Rivale, meuternd, heimgesucht. In einem von rachsüchtigen Schemen belagerten Vogel. Steckt mehr dahinter. Hinter all diesem Dreck steckt etwas anderes, etwas Dunkleres. Bibel. So.
So. Lernen wir auch was Neues? Kann auf jeden Fall was verbessern. Bei der Knorre. Ja, da brauchen wir noch ein Elite-Juwel. Die können wir auch noch was verbessern. Makellos. Ist das jetzt vielleicht besser? Nö. Einige Werte. Sieht's hier aus? Oh, guck mal hier. Zorn, weniger Zorn, mehr Vitalität, viel mehr Gesundheit. Nehmen wir mal das. Ja, sieht doch nice aus. Stufe 6. Können wir auch noch verbessern. Oh, ist genau gleich. Guck mal. Wie sieht's hier aus? Da können wir was verbessern. Sieht dann besser. Verbannergewand. Stufe 5, Stufe 4. Hat auf jeden Fall die höchste Stufe. Bisschen mehr Stärke, bisschen mehr Geschick. Ich glaube, ich lasse das erstmal an. So, was haben wir hier? Neue Ausrüstung. Stufe 4, Stufe 4. Mehr Stärke, mehr Geschick. Bisschen weniger Weisheit, bisschen weniger Zorn. Mehr Vitalität, mehr Gesundheit. Nehme ich das mal. Da haben wir schon das neue Armband. Und hier... ein bisschen weniger Stärke, mehr Ausdauer, mehr Geist. Okay. Können wir wieder was aufrüsten. Bisschen mehr Stärke, bisschen weniger Zorn, bisschen weniger Ausdauer, mehr Gesundheit. Nehmen wir mal den. Obwohl Stufe 5. Ja, irgendwie ist mir das nicht so ganz klar. Oh, oh, stopp, stopp, stopp. Wir konnten noch... Wir haben noch einen Geisterpunkt. Wir haben noch einen Geisterpunkt. Den habe ich ganz vergessen. Den können wir noch vergeben. Das war auch hier irgendwo. So, was haben wir denn hier? Ein Geisterpunkt und einen davon. Wenn Einfang mal voller Bannerzeige verwirrt, wird Einfang 1400% mehr Schaden. Aber es werden alle Bannerpunkte verbraucht. Je niedriger Geister, umso weniger Schaden erleidet Red bis zu 20%. Jede Manifestation erhöht den Schaden von Antheas Manifestation um 15%. Die größte Wirkungsbreite von Stadt wird um... Oh, ja, hier, erhöht. Sehr schön. So, was haben wir hier? Wenn im Kampf ein Sud eingenommen wird, hinterlässt dies einen Wirkungsbereich, der Verbannerschaden zugeführt, aber 25% weniger Lebenspunkte. Angriffe, die auf erfolgreiche Parade folgen, verursachen im Wirkungsbereich physischen Schaden. Ah ja, okay. Wenn ein Gegner in dem Gewehrkolben getroffen wird, verursacht der nächste Gewehrschuss 80% mehr Schaden. 30% mehr Schaden. Nur das mit dem Sud kann nicht schaden. Vielleicht. Okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Irgendwie sind wir schon da, wo wir sind. Muss ich Schnellreise machen? Am Unterschlupf rasten. Achso, wir müssen rasten. Okay, wir rasten. Ausruhen. Mal sehen, was wir dann kriegen. Verbanna, auf ein Wort? Helen, ist irgendwas? Entschuldigt, dass ich eure wohlverdiente Ruhe störe, aber das kann leider nicht warten. Was dachtet ihr über den Captain?
Ich sah einen kaputten Mann. Ich sah eine Belastung. Ein kaputter Mann auf jeden Fall. Ich sah einen einsamen Offizier. Einen stolzen Mann, dessen Herz versteinert war. Vielleicht durch Jahre des Kriegs. Ich sah einen gebrochenen Mann. Den Tyrannen, den ihr beschrieben habt, den sah ich nicht. Tatenlosigkeit ist auch Tyrannei. Er selbst handelt nicht, will aber keinesfalls seinen Posten räumen. Ich will nicht widersprechen, aber der Captain braucht Hilfe. Auch ich war mal Soldat, kaputt und geplagt. Dank Antheas Hilfe habe ich mich berappelt. Pennington könnte es ähnlich gehen. Überlasst Pennington mir. Ihr kümmert euch um die guten Bürger im Fort. Ihr seid Verbanner. Die Toten hämmern an die Tore, wie ihr sicher wisst. Ich möchte, dass ihr in die Minen geht und herausfindet, was die Geister so erzürnt hat. Und dass ihr tut, was der Captain verweigert. Und während wir uns mit Horden aufgebrachter Schemen herumschlagen, was gedenkt ihr zu tun? Sobald die Minen gesäubert sind, gebe ich Pennington den Laufpass. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Es gibt einen zweiten Tunnel, der in die Minen führt. Während der Quarantäne wurde der Eingang versiegelt. Es wird nicht leicht werden, dorthin zu gelangen. Leichter ist es wahrscheinlich, die Barrikade zu zerstören. Was folgt? Wer weiß. Wieder in den Untergrund. Herrlich. Ach, ich find's eigentlich ganz cool da. Falls es euch beruhigt, auch ich gehe ein erhebliches Risiko ein. Der Captain sperrt Unliebsame gerne ein und lässt sie verrotten. Vor einigen Jahren hat er eine unschuldige Frau in New Eden Town eingekerkert. Ein Schicksal, das ich nicht teilen möchte. Okay. Sprecht ihr von Deborah? Pennington, der Kerkermeister. Sprecht ihr von Deborah? Was hat er getan? Ich war damals nicht zugegen. Gerüchten zufolge war sie eine Hexe. Auch der Captain war dieser Meinung und der Richter stimmte ihm zu. Wer weiß, was den Captain damals motivierte. Er ist ein Geheimniskrämer. Das war er schon immer. Wie stehen die Dinge mit Sebastian? Ich weiß es nicht. Ich hielt an meiner Trauer fest. Mein Leben war sinnlos. Leer. Seine Abwesenheit gab mir Halt. Ich klammerte mich daran. Nutzlos, eigentlich. Mein Gemahl starb in der Finsternis. Nur mein Taschentuch spendete ihm in seinen letzten Momenten noch Trost. Doch nun ist er zurück. Im Leben schenken wir Liebe. Im Tode trauern wir. So ist der Lauf der Dinge. Aber jetzt, ich muss daran glauben, dass unsere Liebe stark genug ist. Liebe ist alles. Liebe ist alles. Trauer braucht niemand. Und doch kann ich ihn nicht einmal umarmen, kann seine Wärme nicht spüren. Er ist hier, aber doch nicht hier. Das schmerzt. Alles ist vergänglich. Seht den Geist, den ihr liebt, dann könnt ihr es nicht leugnen, auch wenn der Gedanke furchtbar sein mag. Ja, es ist Segen und Fluch zugleich. Und doch bleiben wir hartnäckig, gegen alle Vernunft. Wir sollten das Beste aus der Zeit machen, die uns bleibt. Über die kranken Denkt ihr, dass Penningtons Quarantäne die Wurzel des Übels hier ist? Garantiert. Dass die Toten deswegen so zornig sind? Was sollte sonst der Grund sein? Er hat sie lebendig begraben. Bergarbeiter, Krankenschwestern, Soldaten, gesund oder krank, und es dann vertuscht. Ich nehme seine herzlose Feigheit nicht länger hin. Okay. Wir sollten weiter. Abgemacht. Wenn ihr soweit seid, werdet ihr die Minen erforschen. Nehmt den Seilzug zum Wasserfall beim Außenposten, wo wir uns trafen. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum Tunnel. Viel Glück und bleibt wachsam. Blum. Alles klar. Neue Infos. Vor allen Dingen Lan ließ er eine unschuldige Frau einsperren. Das hängt alles zusammen. Alles zusammen. Okay. Aufgabe abgeschlossen. Isolation. Eine Flamme in der Dunkelheit. Neue Aufgabe, den Eingang der Minen suchen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ich freue mich schon. Bis dann. Haut rein. Ciao.